die mobile Saatgutbibliothek in der Pfarrbücherei Kreis Steinburg. Nachdem 2020 das Projekt aufgrund von Corona leider abgesagt werden musste, können wir jetzt 2021 die mobile Saatgutbibliothek in der Pfarrbücherei anbieten. Was ist die mobile Saatgutbibliothek? Mit der Ausleihe von Saatgut begehen wir neue Wege und möchten Sie dazu ermutigen, uns dabei zu begleiten. Wir stellen im Frühjahr Saatgut zur Ausleihe zur Verfügung und versorgen Sie mit gärtnerischer Fachliteratur und dokumentieren Eigenversuche im Blog. Artenreichtum und Vielfalt sind die wichtigsten Grundlagen für eine zukunftsfähige Landwirtschaft und die Ernährung aller Lebewesen. Seit Beginn der Industrialisierung sind nach Schätzungen der Welternährungsorganisation bereits 75% aller Kulturpflanzen verloren gegangen. In Industriestaaten sind es sogar 90%. Zahlreiche alte Gemüsesorten sind vom Aussterben bedroht. Alte Sorten sind oft viel robuster, besser an klimatische Veränderungen angepasst und meistens sehr viel intensiver im Geschmack. Saatgut ist Kulturgut und sollte allen Menschen in gleicher Weise zur Verfügung stehen. Auch das Wissen um den Anbau und die Vermehrung von Nutzpflanzen ist bedroht. Nur durch aktives Gärtnern können die über Generationen hinweg gesammelten Erfahrungen erhalten werden. Helfen Sie uns, eine alte Kulturtechnik am Leben zu erhalten und gewinnen Sie neues Saatgut. Bauen Sie mit dem entliehenen Saatgut Gemüse an, pflegen und hegen es, genießen die Freude am Wachstum und kosten die Ernte. Wir bitten Sie, aus einem kleinen Teil der Ernte Saatgut zu gewinnen und dieses im Herbst zurückzubringen. Auf einem Erntefest im Herbst haben Sie Gelegenheit, Ihre gärtnerischen Erfolge und gerne auch Fragen zu teilen und sich für das nächste Jahr Tipps von anderen Gartenbegeisterten zu holen. Wie funktioniert das jetzt? Erstens, Saatgut ausleihen. In der Pfarrbücherei suchen Sie sich das Saatgut aus und können es mit einer Frist von 8 Monaten entleihen. Sie können wählen zwischen Radieschen, Bohnen, Tomaten und Erbsen. Zweitens, Gemüse anbauen. Das Saatgut im eigenen Garten anbauen und bis zur Saatgutreife pflegen. Drittens, Saatgut ernten. Das ausgereifte Saatgut dreschen, sammeln und in die vorbereiteten Tütchen füllen. Viertens, Saatgut zurückgeben. Das neu gewonnene Saatgut gut beschriftet, am Ende des Jahres wieder in der Pfarrbücherei abgeben. Wir haben nicht nur das Saatgut, sondern auch Bücher, die sich mit Samengärtnerei und Vervielfältigung von Saatgut beschäftigen. Diese können Sie gerne zusätzlich ausleihen. Weitere Informationen finden Sie auf www.pfarrbücherei3.de oder auf dem Blog www.mobile-saatgut-bibliothek-sh.de. Das Projekt ist eine Zusammenarbeit der Büchereizentrale Schleswig-Holsteins und des Vereins zur Erhaltung der Nutzpflanzenvielfalt und wird gefördert von Bingo, die Umweltlotterie. Wir freuen uns, Ihnen die mobile Saatgutbibliothek ab 2021 anbieten zu können. Zusätzlich dazu wird das Team der Pfarrbücherei einen Selbstversuch starten und Saatgut anbauen.